Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute machen wir mal wieder Cocktailprobe. Wir werden den Chaotic Strawberry probieren, wie immer in einer alkoholfreien Virgin-Variante. Ja, der Chaotic Strawberry existiert, soweit ich weiß, eigentlich nicht in der Virgin-Variante. Das heißt, den musste ich selber so ein bisschen erfinden. Hab deswegen ein bisschen was am Originalrezept gedreht. Das macht aber auch nichts. Ich denke, die Freiheit haben wir. In der Erdbeerzeit kann man den auf jeden Fall mit frischen Erdbeeren machen. Sind wir jetzt leider nicht. Haben aber den Vorteil, wenn wir angefrorene Erdbeeren nehmen, nehmt am besten schöne TK-Erdbeeren, taut die ein bisschen an. Dann könnt ihr die direkt zum Zerstoßen benutzen, genauso wie Crushed Ice. Das funktioniert ähnlich gut wie bei den gefrorenen Himbeeren in einem Himbeermojito. Werfen wir einen Blick auf unsere Zutaten. Wir haben ein bisschen schön frische Minze, die wird den hoffentlich den schönen Frische-Kick geben. Brauner Zucker, wie üblich beim Zerstoßen. Ich habe hier TK-Erdbeeren, die gerade noch so ein bisschen am Auftauen sind. Kann man dann gleich nochmal ein klein bisschen kleiner machen mit dem Messer und mit ins Glas geben. Ähnlich wie Eiswürfel, die wir mit zerstoßen werden. Und wir haben Orangensaft und Ananassaft. Das Rezept findet ihr natürlich wie immer direkt unter dem Video. Was wir diesmal brauchen, ist nicht der Shaker, denn es ist ja kein geshakter Drink, sondern ein zerstoßener. Deswegen haben wir wie hier immer unseren Stößel. Ich habe meinen Messbecher zum Abmessen und wir haben mal 4 Gläser, denn wir wollen ja zu viert Probe trinken. Dann gibt es wie immer auch ein Urteil der Kinder und der Erwachsenen. Hier seht ihr an der Basis jetzt schon mal die Gläser mit den Erdbeeren gefüllt. Ihr seht, das sind gefrorene TK-Erdbeeren, die habe ich in kleine Stücke geschnitten, die lassen sich gefroren super schneiden und die tauen jetzt schon im Glas an, geben ein bisschen Erdbeersaft ab, wirken aber gleichzeitig als Eis, weil die ja noch gefroren sind. Dazu gebe ich jetzt noch ein bisschen Crushed Eis. Kleiner Tipp, wer gar nicht so genau weiß, wie ihr an Crushed Eis kommt, ihr nehmt hier so ein Handtuch, seht ihr, so wie ich das habe, und legt einfach ein paar Eiswürfel rein. Ne? Schnürt euch das Handtuch dann selbst hier so zusammen und haut das kräftig bom, bom, gegen den Stein oder gegen die Hauswand, gegen die Hausmauer. Dann zersplittern praktisch die Eiswürfel in eurem Handtuch und es bleibt nur Crush-Eis zurück. Ja, und wenn ihr dann das Handtuch aufmacht, seht ihr, habt ihr nur noch Eissplitter. Und die könnt ihr als Crushed-Eis direkt, zack, in eure Gläser reingeben. Der Nachteil ist, danach ist euer Handtuch nass, aber ich denke, da gibt es Schlimmeres. So, damit haben wir wunderbar jetzt Eis und Erdbeeren in den Gläsern. Zack. Und zack. Wunderbar. Dann geben wir noch ein bisschen Minze dazu. Minze habe ich hier, ich zeige euch nochmal, ne? Schön den richtigen Strauch, empfehle ich euch auch jetzt gerade in der Frühlings- und in der Sommerzeit. Ne? Habt ihr schön immer ein bisschen Minze zu Hause, könnt ihr frisch abpflücken, frisch ins Glas rein, duftet auch herrlich, besser geht's eigentlich gar nicht. Gerade auch wenn ihr andere bekannte Drinks macht mit Minze wie Mojitos oder so, das ist eigentlich eine schöne Sache. Und wenn ihr gerade mal keine Cocktails macht, könnt ihr auch einfach ein bisschen Minze nehmen, um damit selbstgemachten Eistee zu machen. Oder einen Minzzweig in so eine Eisteekaraffe mit reinlegen. Ne, das gibt dann auch noch mal ein bisschen Geschmack ab. Also Minze ist da eigentlich gerade im Sommer, wenn man ein bisschen frischer haben will, immer so eine ganz gute Waffe, die man benutzen kann. Ja, jetzt haben wir hier ein bisschen dran. In der Mitte kriegt noch was. Hier noch ein paar schöne Minzblätter. So. Wer sich dafür interessiert, wie man ein bisschen Minze zieht oder auch vermehren kann auf der Fensterbank, auch da habe ich ein Video zu Minze vermehren. Könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Der nächste Schritt kommt mit braunem Zucker. Wo Minze ist, sollte brauner Zucker nicht fehlen. Ist ein toller Partner, klappt für ganz viele Cocktails. Benutzen wir auch hier. Besonders von außer TK-Erdbeeren, wenn die auftauen, so ein bisschen Zucker dabei. Ist eigentlich eine wunderbare Sache. So. Ich mache einen schönen Teelöffel in jedem Drink. Wir wollen es ja nicht übertreiben, es kommen noch süße Säfte dazu. So, als nächstes wird gecrushed. Wir haben unseren Stößel. Achtet darauf, dass ihr einen habt, der auch unten hier, so wie meiner, ein bisschen Gummizug hat. Ne?
Der wollte ja nicht das Glas kaputt stoßen. Aber wenn er so einen professionellen Shaker oder sowas kauft, da ist sowas normalerweise mit dabei. Ja, da wird hier schön die Minze zerstoßen. Bisschen die Erdbeeren schon mal so ein bisschen mit ausgewrungen. Ihr seht schon, entsteht hier ein schöner Saft drin. Das riecht jetzt auch schon so richtig nach Minze und Erdbeer. Wunderbar. Das ist jetzt am Boden des Glases. Ne? Und so mache ich das für alle vier. Als letztes kommen die Säfte. Wir haben Orangen- und Ananassaft. Mengenangaben wie immer unterm Rezept. Hier werfen wir einen Blick auf das Endprodukt, 4 Chaotic Virgin Strawberries. Aussehen tun sie nicht schlecht, als nächstes folgt die Probe. So, wie immer mache ich den Anfang. Schauen wir uns doch mal an. Sieht ganz gut aus. Riecht nach Minze und Erdbeer. Interessante Kombination. Dominant ist trotzdem die Ananas vom Saft. Erdbeeren, Minze erst hinten rum. Nicht zu süß. Also, ich muss sagen, das ist doch ein schönes, frisches Ding. Ja, den stelle ich mir im Sommer neben mich im Garten. Nicht schlecht. So, bei uns wurde eifrig getestet. Also alle sind begeistert. Der Drink kommt sehr gut an. Chaotic Strawberry in der Virgin-Variante. Sehr schöne Sache. Nicht zu süß, nicht zu dominant. Die Minze ganz im Hintergrund. Auch die Erdbeere ist ja erst, während sie langsam auftaut, überhaupt, dass sie so langsam Geschmack abgibt an den Drink. Ansonsten schön mit der Ananas und der Orange. Bisschen Süße, bisschen Säure. Dadurch, dass ich nur einen Teelöffel braunen Zucker hatte, wunderbare Sache mit dem Crushed Ice. Also wir sind ganz begeistert. Einer der Top-Favoriten kam bei Kindern und bei Erwachsenen bei beiden sehr gut an. Schöne Sache. Ja, das war's dann auch wieder von Bernd aus seiner Kochecke mit der Cocktailprobe zum Virgin Chaotic Strawberry. Sehr schöner Drink, sehr zu empfehlen, besonders für den Sommer. Vielleicht machen wir den nochmal, wenn Erdbeerzeit ist, mit frischen Erdbeeren. Vielleicht auch mal mit ein bisschen echten Erdbeersaft. Schauen wir uns mal an.